Wir wollen, dass unsere Fahrgäste bei jeder Fahrt ein gutes, sicheres Gefühl haben. Dann fahren sie nämlich wieder gerne mit uns. Daher ist die Maskenpflicht für uns ein Schwerpunktthema. Unser Prüfdienst schaut sich nicht nur die Fahrscheine an, sondern achtet auch auf das Tragen der Masken. Das ist eine ganze Menge. Über unsere Anzeigetafeln an den Haltestellen läuft ständig die Aufforderung, die Masken zu nutzen. An den Haltestellen laufen regelmäßig automatische Durchsagen und unsere Fahrer können im Fahrzeug ebenfalls solch eine Ansage zuschalten, wenn sie Bedarf sehen. Unsere Prüfer und unser Sicherheitsdienst sind gehalten, Kunden anzusprechen, wenn sie keine Maske tragen. In der Regel können die Fahrgäste medizinisch nachweisen, dass sie keine Masken tragen können oder sind einsichtig und nutzen ihre Masken. Die Tragepflicht ist eine allgemeine Anordnung des Landes. Daher kann die SSB eine solche Pflicht nicht durchsetzen oder Bußgelder erheben. Das steht uns als Verkehrsbetrieb rechtlich nicht zu. Das Verkehrsministerium sagt klar, durchsetzen muss die Polizeibehörde. Aber deshalb nehmen wir auch Kontrollen mit der Polizei zusammen vor. Fallweise gibt es da richtige Schwerpunktkontrollen. Bei dem Einsatz der Polizei kann es sein, dass der Zug an der Haltestelle aufgehalten wird. Damit könnten die Fahrgäste Anschlüsse versäumen und im nächsten Zug würden sich die Leute zusammenballen. Mit dem Schutzabstand würde es dann schwierig. Mit Störungen im Betriebsablauf ist also niemandem gedient. Unsere Mitarbeiter formulieren freundliche Bitten. Da vertraue ich auf die gute Ausbildung bei der SSB und die reichliche Erfahrung im Umgang mit Menschen, die alle unsere Leute im Fahr- und Betriebsdienst sammeln. Da gehört auch Gelassenheit dazu. Ich bin jeden Tag mit unseren gelben Verkehrsmitteln unterwegs und mit Zügen der Eisenbahn. Und natürlich nur mit Maske. Das ist nicht nur eine Vorschrift, sondern für mich ein Zeichen des gegenseitigen Respekts und der Rücksichtnahme. Die erwarte ich aber auch von den anderen Fahrgästen. Wir haben alle miteinander diese Verantwortung. Schützen Sie sich selbst und die anderen. Daher appelliere ich an alle, die einsteigen. Bitte Maske aufsetzen.